Ja, fangen wir an mit der Trader Workstation. Das heißt, hier sehen Sie jetzt zum ersten ein ganz leeres Blatt, das heißt einen leeren Reiter, eine leere Seite. Sie sehen hier links ist Kontrakt. Dann ist das hier schon so voreingestellt, verschiedene Reiter und Spalten, die Sie hier natürlich ganz individuell konfigurieren können. Und Sie können sich hier auch verschiedene einzelne Reiter hinzufügen. Damit fange ich jetzt mal an. Wenn Sie hier auf Plus klicken, können Sie das Ganze benennen. Ich nenne das jetzt mal Webinar, diese Seite. Okay. Und da sehen Sie, jetzt ist hier ein neuer Tab, ein neuer Reiter mit dem Namen Webinar entstanden. Und hier können wir dann eine eigene Watchlist oder Beobachtungsliste einfügen. Ich fange mal an mit Aktien zuerst, gehe dann auch noch mal auf Futures ein oder DAX. Ich habe gerade ja auch gelesen, Mini-DAX ist interessant, zeige ich Ihnen. Fangen wir mal an mit Aktien. Grundsätzlich haben Sie verschiedene Möglichkeiten, Aktien zu handeln. Einmal direkt die Aktien, Long und Short, dann aber auch CFDs auf Aktien. Vorteil ist, beides mal die gleichen Gebühren. Und Sie haben bei CFDs geringere Margensätze, das heißt größere Hebel und können dadurch natürlich auch breiter sich diversifizieren als Beispiel. Fangen wir an mit Aktien. Ja, wie fügen Sie jetzt eine Aktie hinzu? Sie können zwei Wege gehen. Also einmal, Sie kennen schon das Symbol. Ich gebe jetzt mal für Microsoft beispielsweise das Symbol ein. Das ist MSFT. Dann drücken Sie die Enter-Taste, Return-Taste und dann sehen Sie hier schon Microsoft, Nasdaq und ganz oben steht Aktie in Klammern Smart. Dann gibt es noch Futures, Optionen, Warrants, Kombinationen, CFDs dazu. Das heißt, Sie haben also verschiedene Möglichkeiten, Microsoft zu handeln. Fangen wir mal mit den Aktien an. Börsenplätze Smart bedeutet, dass automatisch der Börsenplatz gewählt wird. Die zweite Möglichkeit, Sie sehen es hier, ich habe das jetzt erweitert, dieses Menü. Ich habe hier unten auf diesen Pfeil geklickt und hier steht noch Aktien Directed. Directed heißt, ich kann direkt einen Börsenplatz vorauswählen, den ich handeln möchte. Ja, zum Beispiel, ich sage, ich möchte die Microsoft an der Arca handeln in den USA, das ist jetzt hier die Microsoft in US-Dollar, dann können Sie das hier direkt auswählen. Aber ich empfehle immer, Smart auch auszuwählen, weil gerade bei US-Werten, weil Sie zahlen immer nur die gleiche Gebühr, sprich Minimum 2 US-Dollar. Und dann ist es egal, an welchem Börsenplatz das Ganze ausgeführt wird. Ja, was sind das für Börsen? Ne, das sind also hier die BATS, ne, dann Chicago Board of Option Exchange und so weiter. Das sind also die ganzen US-amerikanischen Börsenplätze, wo die Aktien auch gehandelt werden. Ja, das heißt, da wird geschaut, wo ist die höchste Liquidität und dort wird die Order dann dementsprechend hingeroutet. Das heißt, wo gerade Bid und Ask dementsprechend zu ihrer Order gematcht wird. So, ich klicke auf OK und wir sehen hier die Microsoft-Aktie und wir sehen, ich fange mal von links nach rechts an, Bid-Volumen, Bid-Ask, Ask-Volumen, Last, Veränderungen und so weiter. Das heißt, hier diese Spalten können Sie sich einstellen, wie Sie es gerne hätten. Was ist das Bid-Volumen, Ask-Volumen, Bid und Ask? Nichts anderes als Geld- und Briefkurs. Also Angebot und Nachfrage. Wir sehen hier 52,48 zu 52,49 aktuell. Dann sehen wir das jeweilige Volumen noch dazu. Das heißt, zu denen die Aktie dann im Moment gehandelt wird. Ist jetzt aktuell Mittagszeit in USA, aber der Handel findet natürlich statt. Und wir sehen hier den letzten Kurs und die Veränderung zu gestern einmal als Zahl und dann prozentual.
Position und Durchschnittspreis ist leer, weil aktuell haben wir keine Position. Ich zeige Ihnen aber, wie Sie jetzt diese Aktie handeln können. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Und dann füllen sich hier diese Spalten dann dementsprechend auch. Die zweite Möglichkeit noch einmal, um jetzt einen Wert zu finden, ist auch, Sie können den Namen hier eintippen und dann nach diesem Namen suchen. Und Sie sehen schon hier mittels Firmennamen suchen. Microsoft, hier sehen Sie an der Nasdaq, hat das Symbol MSFT. Wenn Sie jetzt Microsoft in Deutschland handeln wollen, dann würden Sie dementsprechend mit dem gleichen Symbol die Microsoft auswählen, aber Sie wählen als Börsenplatz IBIS zum Beispiel aus. IBIS bedeutet, dass der Börsenplatz Xetra ist, also über Frankfurt gehandelt wird, das heißt in Euro und nicht in US-Dollar in den USA. Kann ich auch mal eben machen. Das heißt, hier haben Sie die Möglichkeit, dann Börsenplätze ausgewählt, wo Microsoft gehandelt wird, also Frankfurter Wertpapierbörse, IBIS oder Stuttgarter Wertpapierbörse oder Tradegate. Das sind die Möglichkeiten, wo Sie Microsoft in Euro handeln können. Und hier sehen wir den letztgehandelten Europreis der Microsoft. Generell ist es so, wenn Sie ein Margin-Konto haben, dass Sie ein Multi-Währungskonto haben. Das heißt, Sie können zum Beispiel in Euro einzahlen, können aber dann trotzdem in US-Dollar handeln. Dann werden Ihnen die Dollar geliehen. Und wenn Sie den Trade oder die Position wieder schließen, dann bekommen Sie die Dollar dementsprechend wieder gutgeschrieben. Vorteil beim Margin-Konto, dass Sie dann nicht vorher immer die Währungen konvertieren müssen, aber Sie können das natürlich trotzdem tun, je nachdem, was Sie für eine Meinung haben, ob Sie sagen, gut, ich will mich jetzt hedgen mit Euro und US-Dollar oder Sie wollen sich nicht hedgen und das können Sie machen. Also das sind die Möglichkeiten, wenn Sie eine Aktie handeln. Wie gesagt, je nachdem, was für einen Börsenplatz Sie auswählen, das können Sie also hier rüber festlegen. Wenn Sie jetzt handeln wollen, bleiben wir mal bei der amerikanischen Aktie jetzt hier bei Microsoft, ist die erste Möglichkeit, Sie klicken hier zum Kaufen auf den Ask-Kurs, das heißt hier auf die Zahl, auf die 5242. Sie sehen auch schon, dass der Mauszeiger dann so ein Buy Zeichen daneben hat. Ich hoffe, Sie können das sehen. Oder wenn Sie verkaufen, sehen Sie hier, wird das ein rotes Sell für Verkaufen dementsprechend hier angezeigt. Sie klicken also hier drauf und dann öffnet sich hier direkt eine Orderzeile. Und gehe auch mal von links nach rechts eben durch im Detail. Wie gesagt, wir haben ja viele Teilnehmer, die zum ersten Mal jetzt auch hier mit der TWS arbeiten, deswegen Grundlagen, damit Sie das erstmal alles so gesehen haben. Sprich, Aktion, Kauf, Stückzahl 100, Orderlaufzeit Day, das wäre jetzt tagesgültig. Das können Sie natürlich verändern. Sie können sagen, okay, ich möchte Good Till Cancel auswählen. Good Till Cancel heißt, dass die Order so lange gültig ist, bis sie ausgeführt wird oder bis Sie diese Order wieder löschen. Als nächstes Order Typ LMT steht jetzt hier voreingestellt für Limit. Das heißt, Sie erteilen ein Kauflimit. Können natürlich auch Market handeln. Market heißt zum aktuellen Kurs. Oder Sie wählen Stop aus oder andere Orderarten hier. Da gehe ich jetzt im Detail nicht komplett drauf ein. Wir beschränken uns jetzt erstmal auf Limit, Market und Stop. Trailing Stop kann ich Ihnen gleich noch zeigen, aber das soll es jetzt erstmal bei den Grundlagen sein. Also LMT für Limit, MKT für Market und STP für Stop Order.
Hier geben Sie dann den Limitpreis ein. Sie können sagen, okay, ich möchte hier zum Bid- oder Ask-Kurs eine Order übermitteln. Oder Sie sagen, ich möchte jetzt hier niedriger kaufen. Zum Beispiel, wenn die Microsoft-Aktie auf $50 fällt, dann möchten Sie kaufen. Und dann übermitteln Sie diese Order. Ich mache das jetzt mal mit $50 als Limit. Stückzahl 100 Stück können Sie natürlich individuell ändern. Sie können sagen, ich möchte nur 50 handeln, 50 Stück übermitteln und dann wird Ihnen hier der Gegenwert angezeigt. Ich gehe mal hier rein und gebe wieder 100 ein für $50. Dann haben wir nämlich genau $5.000 Order Gegenwert. Hier kommt noch ein Hinweis bei Market Ordern, dass es da dementsprechend ein Floor gibt sozusagen. Das heißt, dass sie nicht zu einem übertriebenen Preis und so weiter ausgeführt werden können. Hier ein Hinweis, wann die GTC Order verfällt. Ist hier nochmal angegeben, 30.06. Also ist dementsprechend hier ein halbes Jahr gültig, diese GTC Order. Gut, jetzt sehen wir auch schon, die Order ist übermittelt, das heißt, der Status ist grün. Ich schiebe jetzt mal eben hier mein Bild noch zur Seite. Wenn ich hier mit dem Mauszeiger draufgehe, dann sehen Sie also immer, ob die Order übermittelt ist auch. Und Sie sehen jetzt auch, wohin die geroutet wurde, hier entsprechend zu Arca. Und grün heißt also, die Order ist angenommen und liegt an der Börse. Limit Orders liegen immer an der Börse, das heißt, die werden direkt zu den Börsen übermittelt und warten dann dementsprechend auf die Ausführung. Diese Order können Sie jederzeit modifizieren, sprich, Sie können jetzt zum Beispiel das Limit ändern, Sie können auch die Stückzahl ändern beispielsweise und wenn Sie das machen, zum Beispiel geben wir jetzt hier ein Limit 48 ein. Und dann klicken Sie auf Aktualisieren und dann wird dementsprechend die Order angepasst. Genauso gut können Sie die Order löschen. Klicken hier auf Löschen und die Order ist storniert. Dann haben Sie keine Order mehr im Markt. Was auch noch wichtig ist, ich lösche mal hier die Zeile. Können Sie also ganz normal mit Entfernen-Taste die Zeile rausnehmen. Ich gebe noch mal eine Order auf. Zu 48 übermittel diese. Sie sehen, ist direkt übermittelt. Dann sehen Sie diese Order auch jetzt hier in diesem Reiter Pending. Unter Pending sehen Sie alle offenen Orders in Ihrem Depot. Das heißt, Sie können hier unter Pending überprüfen, wo habe ich noch offene Orders und welche muss ich gegebenenfalls anpassen, oder löschen. Das sehen Sie also in dem Reiter Pending. Portfolio, da sehen Sie die Werte, die Sie schon im Depot haben. Und sobald jetzt hier, sagen wir mal, die Microsoft ausgeführt wird, ich kann jetzt mal das Limit auf Market ändern, dann sehen Sie, es wird sofort ausgeführt. Und jetzt sehen wir auch, wir haben 100 Stück gekauft. Rechts unten nochmal die Anzeige Order Complete. Wir haben 100 Stück gekauft für 52,30 und also zum aktuellen Kurs. Das sehen wir hier auch im Handelsprotokoll. Gekauft 100 Stück, 52,30 an der Arca und die Uhrzeit dazu. Jetzt sehen Sie, unter Pending ist keine Order mehr drin, weil die Order ja ausgeführt ist. Es ist also keine offene Order mehr im System. Aber die Microsoft-Aktien sind in unserem Depot. Das ist jetzt hier virtuell alles, was ich hier mache. Wir haben hier also Microsoft 100 Stück gekauft für 52 30 abzüglich der Gebühren, 2 US-Dollar Minimumgebühr. Und wir sehen hier die Microsoft im Depot
mit 100 Stück als Long-Position. Hier kommt noch eine Frage zum Stop-Loss. Genau, Stop-Loss wird nicht an die Börse übermittelt, sondern er wird quasi beim Broker gehalten, sobald Sie einen Stop-Loss aber eingegeben haben. Das kann ich jetzt auch mal machen. Ist dieser beim Broker übermittelt, dann können Sie quasi die TWS schließen und ausmachen, weil er ist beim Server und die Order wird dann übermittelt, sobald der Stop-Loss-Kurs erreicht ist. Als Market Order. Das können wir jetzt machen. Das heißt, wir sehen also hier die Werte. Ich sortiere das jetzt mal, damit wir das mal hier besser uns angezeigt bekommen. Ich kann auch sagen, hier die Währungen möchte ich nicht sehen. Dann gehe ich hier auf Filter und sage Währungszeilen anzeigen, nehme ich raus. Zeilen mit Nullposition möchte ich auch nicht sehen. Und gehe auf Schließen. Dann habe ich hier dementsprechend jetzt nur noch meine Aktien im Portfolio angezeigt. Okay, schauen wir uns jetzt mal hier die Microsoft hier an, die untere Zeile. Wir haben also 100 Stück und ich möchte einen Stop-Loss dranhängen. Dann gehe ich hier auf Verkaufen und zwar als Stop-Loss und gebe dann hier neben den Stop-Loss-Preis ein. Ja, und zum Beispiel 45 US-Dollar wäre mein Stop-Loss-Kurs. 100 Stück übermittle ich. Und jetzt sehen Sie, ist das Ganze nicht grün, sondern dunkelblau. Das heißt, Order wird gehalten und beobachtet, aber ist dementsprechend übermittelt und insofern kann hier nichts mehr passieren. Diese Order ist quasi angenommen und wird dann zur Börse übermittelt. Ja, es kommt gerade noch eine Zwischenfrage, vielleicht kann ich kurz beantworten. E-Mini ist ES. Wenn Sie ES eingeben, sehen Sie hier E-Mini Globex Futures und dann wählen Sie hier den Kontrakt dementsprechend aus. Aber ich komme gleich nochmal zu den Futures und dann zeige ich Ihnen nochmal genau, wie Sie da vorgehen müssen. EME, ich gucke mal, was EME ist. Das ist der Index, den können Sie dann nicht handeln. Der Future ist der ES. Jetzt kommt noch eine Frage zur Einlagensicherheit. Finden Sie bei uns auf der Homepage, ich kann es Ihnen vielleicht mal kurz zeigen, da haben Sie es alle gesehen. Wechsel dazu den Bildschirm. Und haben hier ganz unten unter Zahlungsverkehr Einlagensicherung. Und dort ist alles erklärt, wie die Gelder abgesichert sind und so weiter. Gut, das war jetzt erstmal, wie gebe ich eine Order auf? Die zweite Möglichkeit, weil nicht jeder hat auch Echtzeitkurse abonniert, die zweite Möglichkeit, um eine Order zu übermitteln, ist die folgende. Ich lösche nochmal eben den Stop. Sie markieren ganz einfach hier den Wert, Sie markieren die Microsoft und Sie gehen links oben auf Order. Und dann öffnet sich hier dieses Order-Ticket und dann können Sie folgt vorgehen, Sie sagen, okay, hier links oben Aktion, Kauf oder Verkauf. Wir wollen jetzt einen Stop-Loss eingeben, also ein Verkauf ist das dementsprechend auch für unsere 100 Aktien. Sie können natürlich auch nur Teile verkaufen und sagen, okay, ich möchte einen Stop-Loss jetzt nur für 70 Stück oder so weiter eingeben zum einen Kurs und 30 zum anderen Kurs. Das können Sie auch machen. Dann gehen Sie hier dementsprechend auf Stop. Dann geben Sie hier den Stop-Preis ein. Sagen wir mal einmal bei 48,5
50, also immer einen Punkt eingeben, die amerikanische Schreibweise, Destination Smart. Dann gehen wir nochmal zurück. GTC, ändern wir das Ganze mit und übermitteln das als Order. Dann haben wir hier den Stop drin. Und wir machen einen zweiten Verkauf. Gehe nochmal hier links oben auf Order. Verkauf 30 Stück bei 42,80 meinetwegen. Stop natürlich. Und übermitteln. Und ich gehe wieder auf GTC und aktualisiere das Ganze. Jetzt haben Sie zwei Stops im Markt, einmal für 70 und für 30. Und vielleicht nochmal zu der Laufzeit. Sie können natürlich auch einstellen oder eine Voreinstellung eingeben, dass immer eine GTC-Order übermittelt wird und keine tagesgültige Order. Das können Sie also in der Voreinstellung machen. Zeige ich Ihnen auch kurz. Da gehen Sie hier auf Konfigurieren. Wenn Sie hier diesen Button nicht haben, gehen Sie auf Ändern und dann globale Konfiguration. Und dort können Sie einstellen bei den Voreinstellungen und Aktien, dass zum Beispiel die Orderlaufzeit immer GTC sein soll, wenn Sie das möchten. Und dass zum Beispiel die Stückzahl der Aktien festgelegt ist. Oder Sie sagen, nein, ich möchte immer für 5.000 Euro Aktien kaufen. Dann geben Sie den Betrag ein, beispielsweise 5.000, gehen auf Anwenden und OK. Und wenn Sie jetzt, nehmen wir mal hier die Altria Group, die Philip Morris als Beispiel, wenn Sie sagen, okay, ich möchte jetzt hier nochmal kaufen, dann rechnet er Ihnen das sofort aus. Moment, ich muss das noch speichern. Gehen wir mal zurück. So. 5.000. Ich hab dir das ja ausgesucht. Wie? Ja, für Kontrolle in Access. Und okay. Neuen Wert, weil den haben wir ja schon im Depot. Nehmen wir mal die Apple und gehe auf Kaufen hier. Moment, jetzt macht er mir nur 100. Kleiner Blick. Fangen wir an. Wir öffnen Sie den Chart. Hier klicken Sie auf Chart und dann sehen wir schon hier beispielsweise, ich gehe mal auf Tageschart, täglich Kerzen. Das heißt, wir haben hier die Microsoft-Aktie. Hier unten ist das Volumen, können wir ausblenden. Natürlich auch den Chart können Sie sich einrichten, so wie Sie es möchten. Ich mache hier mal ein bisschen Platz, damit wir rechts noch was sehen. Das heißt, hier war der Einstieg. Das sehen wir hier und hier ist der erste Stop-Loss und hier ist der zweites Stop-Loss, den wir hier eingestellt haben. Den können wir natürlich auch verändern. Wir können jetzt hier mit dem Mauszeiger auch diese Orders verändern und verschieben und dann dementsprechend hier anpassen und dann auch sagen, ja, wir möchten den Stop-Loss bewegen und verändern. Das geht also auch im Chart. Genauso können Sie hier auch eine Order erteilen. Sie gehen zum Beispiel auf Kaufen und dann ziehen Sie hier einfach nur die Order, beziehungsweise hier diesen Order-Zeile, die Order in den Chart und platzieren die zum Beispiel hier unten. Und dann sehen Sie, hier wird nochmal 100 Stück, so wie es voreingestellt ist, platziert. Und Sie gehen hier auf Übermitteln, können Sie entweder hier machen, auf dem T wie Transmit, oder hier unten sehen Sie schon, hier unten sind die Orders eingetragen und sagen Übermitteln zu dem Preis, wo Sie jetzt hier gerade das hingezogen haben. Diesen können Sie natürlich auch verändern, solange es noch nicht übermittelt ist, ziehen das runter und das aktualisiert sich dann automatisch. Löschen ist hier über Cancel, hier entweder der gelbe Button hier links oder Löschen hier in dieser Orderzeile.
So ist diese Kauforder gelöscht. Und wir können auch die Stops mal rausnehmen. Ich klicke einfach hier links. Ein Klick, zwei Klicks und die Order sind raus. Die Position ist natürlich noch drin. Wir sind noch investiert. Das aber jetzt zum Chart. Das heißt, wie platzieren Sie Orders im Chart? Sie gehen hier auf Kaufen oder Verkaufen. Und um die Frage jetzt noch zu beantworten, die Sie gerade gestellt haben, gibt es auch E-Mail-Alerts. Es gibt hier eine Alarmfunktion, wo Sie sagen können, okay, ich möchte einen Alarm bekommen, wenn zum Beispiel der Kurs hier über das letzte Hoch geht. Das heißt, Sie platzieren hier einen Chart, im Chart einen Alarm und können sagen, den aktiviere ich und möchte dann beispielsweise eine E-Mail bekommen und so weiter. Das können Sie sich ganz individuell einrichten. Auf den Chart gehe ich jetzt nicht mehr im Speziellen ein. Wie gesagt, wie Sie jetzt hier ordern können, das haben Sie gesehen, kaufen oder verkaufen, Sie ziehen die Linie hier rein und schon haben Sie das Limit dementsprechend platziert, indem Sie hier auf Übermitteln klicken. Sie können das Ganze auch so einstellen, dass das mit einem Klick funktioniert. Das heißt, sobald Sie die Order loslassen oder platzieren, ist die Order auch übermittelt. Das gehen Sie dementsprechend dann in den Einstellungen ein. Ich lösche nochmal die Order, dann ist es raus. Wie schließen Sie die Position? Sie haben ja jetzt hier 100 Stück gekauft. Da einfach Rechtsklick und zwar schließen. Das ist die einfachste Möglichkeit, um direkt dann dementsprechend eine Verkaufsorder zu platzieren. Und Sie sehen automatisch, macht er eine Verkaufsorder. Wir werden jetzt mal 200 verkaufen. Wir haben hier nur 100. Was passiert dann? Ich mache das mal per Market. Was passiert, wenn ich jetzt 200 Aktien verkaufe? Ich bin ja 100 long. Ich verkaufe 200. Ganz einfach. Ich bin dann 100 short. Das heißt, ich spekuliere jetzt auf fallende Kurse. Ich habe die Position gedreht. So nennt man das. Bei Aktien vielleicht nicht immer wirklich sinnvoll, weiß ich nicht. Eher, wenn Sie jetzt im Daytrading unterwegs sind und die Bewegungen sind da schneller. Bei Aktien ist es eigentlich eher selten, dass Sie die Position drehen. Aber nur mal vom Prinzip her, Sie sind jetzt short mit 100 Stück, sehen das mit dem Minus hier vor. Und wie schließen Sie diese Position? Wenn Sie Rechtsklick schließen, Sie sehen schon, dieser Schließen-Button ist blau, das heißt, Sie kaufen jetzt natürlich 100 Stück, um die Position wieder auf 0 zu setzen. Ja, also um eine Short-Position zu schließen, kaufen Sie diese Stücke sozusagen zurück und ich übermittle das Ganze und dann sind wir wieder auf 0. Hier kommt nochmal eine Frage zu den E-Mail-Alerts. Sobald die einmal erstellt sind auf dem Server, kann die TWS geschlossen werden und die Alarme funktionieren dann. Das heißt, die TWS muss nicht immer auf sein und laufen. Kommt eine Frage, wenn ich in Rohstoff Wheat handeln möchte, welches Ticker-Symbol, also Weizen ist ZW. ZW ist Wheat Futures. An der Seaboard Chicago Board of Trade und da finden Sie dann die Weizen Futures. Bleiben wir mal beim Future. Wenn Sie jetzt hier zum Beispiel den Weizen Future nehmen wollen, dann haben Sie hier verschiedene Möglichkeiten. Sprich, der Frontmonat ist jetzt hier der März-Kontrakt. Dann gibt es noch den Mai und Juli. Oder Sie können sagen, ich möchte mehrere andere noch Kontrakte sehen. Und dann gibt es natürlich auch die verschiedenen Trading-Klassen. Das ist hier unten mal
angegeben auch und die verschiedenen Kontraktmonate, je nachdem, wo das Ganze gehandelt wird. Hier gibt es den Multiplikator noch, 5000, das heißt, ein Punkt sind 5000 Dollar. Das sehen Sie dann hier dran auch immer. Und so können Sie sich dann den passenden Future sozusagen auswählen. So, und das heißt, Sie wählen quasi hier über ZW dann dementsprechend den passenden Future aus. Wenn Sie nicht wissen, welcher Future Sie oder welchen Future Sie handeln müssen, dann schauen Sie dementsprechend mal auf den Internetseiten der US-Börsen und da sehen Sie dann dementsprechend auch, was die Symbole sind, welchen Sie dann handeln oder welcher am liquidesten ist und so weiter. Kommen wir mal zum DAX-Future zurück. Wir hatten ja auch eben die Frage zum Mini-DAX. Wie können Sie den handeln? Lösche das jetzt hier nochmal. Also beim DAX ist nicht ganz so schwer. Das Symbol ist auch DAX und das geben Sie hier ein. Und dann sehen Sie hier schon DAX 30 Index. Und da können Sie natürlich Futures zu handeln. Sie können Optionsscheine darauf handeln. Sie können den Index sich anzeigen lassen, Optionen oder auch Futures. Wir gehen auf Futures und hier sehen Sie jetzt wieder die Auswahl der verschiedenen Laufzeiten, zum Beispiel der März-Kontrakt wäre dann jetzt hier der aktuelle handelbare Kontrakt und hier ist ganz wichtig, hier sehen Sie, ein Punkt ist 25 Euro. Können auch auf die Kontraktbeschreibung gehen, da sehen Sie dann die nähere Spezifikation. Sprich, Börse steht DTB, das ist natürlich die Eurex mittlerweile, nicht die deutsche Terminbörse, aber das Symbol ist immer noch DTB, hier zumindest in der TWS. Und wenn Sie jetzt den Mini-DAX handeln wollen, dann wählen Sie hier unten beim Multiplikator die 5 aus und dann sehen Sie dementsprechend als Multiplikator 5 Euro pro Punkt. Und das ist dann der Mini-DAX. Ich wähle den hier mal aus. Und optisch sehen Sie hier keinen Unterschied zwischen DAX und Mini-DAX. Ich gehe jetzt mal und wähle den normalen aus. Ja, also optisch sehen die beide gleich aus. Ich habe jetzt hier keine Realtime-Daten von der Eurex, aber Sie sehen hier keinen Unterschied. Was Sie machen können, ist, wenn Sie hier noch eine Spalte hinzufügen, und zwar die den Namen, nee, der war es nicht, kleiner Blick. Die Spalten, Sie sehen hier, Sie haben zwei Zeilen, eine obere und eine untere Zeile. Sie sehen jetzt, aktuell ist die obere fett gedruckt. Das heißt, wenn Sie jetzt hier auf einer Aktie sind, zum Beispiel hier die Altria Group, frühere Philip Morris, die, hier wird der Name dann angezeigt, der Firmenname. Und sobald Sie hier unten drunter klicken, zum Beispiel ja, in dieser Orderzeile, dann ist die untere Zeile aktiv. Ja, das heißt, die untere Zeile zeigt Ihnen jetzt an Kontrakt, Konto, Aktion, Stückzahl und so weiter. Ja, und sobald Sie hier in dieser Aktienzeile sind, sehen Sie Position, Durchschnittspreis und so weiter. Ja, das heißt, je nachdem, was Sie hier in diesem Kontrakt dementsprechend anklicken, da wird dementsprechend hier die Zeile aktiv. Gut, kommen wir mal zu Kurslisten. Also wie gesagt, eine Watchlist ist ja schon, wenn Sie sagen, hier bei Webinar, Sie gehen jetzt hier her und geben verschiedene Symbole ein, zum Beispiel AAPL für Apple, dann beispielsweise noch
Nike-Aktie oder was auch immer. Das heißt, Sie können hier die verschiedensten Werte hinzufügen. Beispielsweise ja, das heißt, so können Sie sich eine Watchlist erstellen. Oder aber eine weitere Möglichkeit ist, ich markiere nochmal alles und lösche das, dass Sie zum Beispiel DAX 30 Titel sich hinzufügen. Da gehen Sie hier auf den Index Trader und wählen als Index den DAX aus, sagen Orders erstellen beispielsweise. Und dann kommt hier jetzt eine Liste mit 30 Titeln, den können Sie nehmen und kopieren, stornieren die Orders wieder und mit Steuerung V können Sie sich diese dann hier einfügen. Und dann haben Sie alle 30 DAX-Titel beispielsweise hier in einer Liste angegeben. Können Sie dann umbenennen und nennen das beispielsweise DAX 30 Liste oder wie auch immer. Gut, ich schaue jetzt noch mal, was es noch für Fragen gibt. Ich gehe nochmal zur Kontoübersicht dazu, Frage zu den verschiedenen Währungen. Sie sehen also hier aktuell der Netto-Liquidationswert. Das ist also jetzt der Wert, wenn ich die Positionen jetzt alle liquidieren würde. Wir sehen, was unser Cash ist. Wir sehen unsere aktuelle Margin, die für diese Position hier hinterlegt ist, aktuell und geblockt ist. Können wir mal schauen, wenn wir jetzt hier eine Position verkaufen oder schließen, was dann passiert. Übermittel das jetzt mal. Wir hatten ja gerade die Margin von über 6.000 und zwar hier sehen wir auch die aktuelle Margin 6.888. Wenn ich die Position schließe, dann verringert sich die Margin um 4.680 auf jetzt 2.200. Das gebe ich jetzt hier so ein, wir sind ausgeführt, die Position ist geschlossen, ich gehe hier nochmal auf Konto und wir haben nur noch 2200 Euro Margin hinterlegt und zwar hier für die GILD, die 100 Stück, die wir im Depot haben. Zu den Währungen, Marktwert, echte FX-Balance, das bedeutet also, ich habe ein Euro-Konto, das ist meine Basiswährung, die wird mir auch hier angezeigt, Gesamtzahl in Euro. Ich habe aber ja hier noch 150 japanische Yen und 1945 US-Dollar. Und diese Währungen können Sie jederzeit konvertieren. Sie können sagen, okay, ich habe jetzt hier 47.000 Euro und Sie möchten beispielsweise, ich sage es mal, 20.000 Euro verkaufen und Sie möchten im Gegenwert US-Dollar kaufen. Das können wir ja mal kurz simulieren. Das machen wir mal eben. Das heißt, Sie geben dann das Währungspaar ein, EUR.US-Dollar als Beispiel. Dann sehen wir hier den aktuellen Kurs auch dazu. Und wir wollen Euro verkaufen. Verkauf. Und ja gut, die Vorgabe ist jetzt 20.000. Wir können natürlich auch hier eine beliebige andere, nehmen wir mal 25.000. Das K steht für 1.000. Wir können aber auch hier eintippen 25.000. Und das verändert sich automatisch in ein K. Und das wollen wir hier zum aktuellen Preis konvertieren. Wie konvertieren wir das? Wir haben hier Ideal Pro und FX Conversion. Ideal Pro heißt, ich trade jetzt Forex und möchte mir anschauen, wie dieser Wert sich verändert. Und die FX Conversion heißt, ich konvertiere die Währung in eine andere Währung und dann sehe ich das auch direkt in dieser FX Balance. Das machen wir jetzt. Wir wollen konvertieren 25.000 Euro in US-Dollar.
Preis passt, ich über Mittel ausgeführt. Gucken wir uns an. Wir haben jetzt nur noch 22.000 Euro, wir haben 29.000 Dollar. Und wenn Sie jetzt eine US-Aktie kaufen, dann wird das natürlich von den US-Dollar genommen. Wenn Sie keine US-Dollar haben, dann werden Ihnen US-Dollar geliehen. Das ist mit allen anderen Währungen genauso, ob das jetzt Schweizer Franken sind oder was auch immer. Ich hoffe, die Frage ist soweit beantwortet. Ja, wie kommen Sie an die Realtime-Kurse? Dazu öffnen Sie die Kontoverwaltung, das heißt, Sie gehen in die Kontoverwaltung-Startseite und gehen dann zu den Marktdaten und dort abonnieren Sie dann zu den jeweiligen Börsen die Realtime-Kurse, die Sie brauchen. Hier ist noch eine Frage, ist es möglich, das Stop-Loss-Risiko in der TWS auszurechnen? Das können Sie, wird Ihnen nicht direkt angezeigt. Das ist so nicht möglich. Ich schaue mal, was es noch für Fragen gibt. Wie gesagt, im zweiten Teil Grundlagen gehen wir dann auf weitere Funktionen ein. Dann zeigen wir Ihnen auch noch mal kurz dieses Mosaik. Mosaik ist ja auch eine Möglichkeit, sich hier verschieden die Fenster anzuzeigen und News zum Beispiel. Das heißt, Sie können hier das Ganze in verschiedenen kleinen Fenstern haben zum Beispiel auch. Und das zeigen wir Ihnen dann auch noch mal im Detail. Auch die verschiedenen Order-Tools, die es noch gibt, Option-Trader, FX-Trader und so weiter, sehen Sie ja hier. Das sind Teile vom nächsten Webinar, Grundlagen Teil 2. Genau, also wie können Sie hier die Farben oder in den Spalten ändern? Frage höre ich auch häufig. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen würden, okay, ich will jetzt wissen hier den letzten Preis zum Beispiel oder die Veränderung in Prozent, einfach Rechtsklick, Spalte konfigurieren und dann können Sie sagen, okay, der Hintergrund soll jetzt beispielsweise, ja, ich nehme jetzt mal hier eine bisschen auffälligere Farbe grün sein und okay, dann haben Sie hier eine grüne Spalte dementsprechend eingefügt. Ja, das heißt, wenn Sie jetzt hier die Werte haben, dann wird Ihnen das hier grün angezeigt. Und ich kann hier noch sagen, dynamische Farben benutzen, dann ist das hier transparent. Und ansonsten können Sie die Farben hier ändern auch. Wenn Sie die TWS updaten wollen, Sie sehen immer hier unter Hilfe Copyright, was das für eine Version ist. Diese jetzt hier vom 8. Januar, also sehr, sehr neu, 2016. Das heißt, dann können Sie natürlich die TWS updaten, dann haben Sie immer die neuesten Funktionen auch in der neuesten Software integriert. Ja, nochmal kurzer Hinweis, wie können Sie eine Option handeln? Wie gesagt, ist jetzt schon aus den Grundlagen heraus, aber weil die Frage gerade kommt, also wie gesagt, Sie geben dann auch das Symbol ein. Ich nehme jetzt mal hier wieder Apple beispielsweise und gehe dann auf Optionen und dann kommt hier ein Fenster, wo Sie links die Call-Seite haben, Sie haben rechts die Put-Seite und Sie sehen in der Mitte den Basispreis und können dann sagen, okay, jetzt hier ein 100er Call,
kaufen oder verkaufen, je nachdem, wo Sie klicken, den kaufen würden, fügen Sie sich den hier hinzu und dann haben Sie hier den Preis dieses 100er Calls. Wir sehen es hier angegeben und Bid Ask und so können Sie den ganz normal handeln, diese Option. Ja, das war's von meiner Seite. Ich schaue jetzt nochmal, ob noch Fragen reinkommen. Wie gesagt, ein paar Minuten haben wir noch. Ansonsten von den Themen her war es das von meiner Seite. Darf mich recht herzlich bedanken. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt noch Fragen könnt, ich bin noch ein paar Minuten da, um die Fragen dann noch zu beantworten. Ansonsten gerne auch per E-Mail, wenn Sie darüber hinaus Fragen haben, an info@captrader.com. Können Sie diese natürlich gerne dann loswerden. Ja, also aktuell sehe ich keine Fragen mehr. Wie gesagt, ich warte noch ab. Vielleicht entsteht noch die eine oder andere Frage. Ansonsten allen anderen wünsche ich einen schönen Abend, schönen Feierabend und gute Trades, eine schöne Handelswoche noch und sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.